So, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Tutorial. Und wie ihr bereits sehen könnt, ja, spiele ich hier im Snapshot 15W41B. Da dürfte es ja theoretisch eigentlich gar keine Shader geben. Und jetzt frage ich euch bestimmt, ey Jensen, wie machst du das in Vanilla Minecraft beziehungsweise Snapshot? Da gibt's doch gar keine Shader. Wie machst du da Shader rein? Ja, im Titel steht's drin, Reshade. Damit könnt ihr in euer Minecraft doch noch Shader außerhalb des eigentlichen Minecrafts reinbringen. Also im Prinzip ist es eigentlich ein Java-Mod und kein direkter Minecraft-Mod. Da aber Minecraft auf Java basiert, können wir den ganzen Effekt hier. Ach, sieht es geil aus. Und es im Vanilla-Snapshot. Können wir trotzdem hier den Shader anwenden? Geht eigentlich ziemlich einfach und ich muss euch sagen, wenn man das mit dem Shader-Mod sogar kombiniert, also im normalen Minecraft mit Shader, dann sieht es noch bombastischer aus. Also, guckt euch den Mond an. Ich zeige euch gleich nochmal ein Dings. Moment, ich gehe jetzt hier raus und gehe jetzt in meine Lightloader-Konfiguration rein mit Forge und Optifine. Da habe ich den Shader-Mod drin installiert und da sieht das noch mehr Bombe aus. Starten wir jetzt mal kurz. Im Hintergrund seht ihr schon die Seiten, die ihr dafür braucht, den Download-Link und so. Findet ihr auf jeden Fall in der Videobeschreibung unten. Und das sieht bombastisch aus. Mit dem Shader-Mod noch dazu und dem externen Reshade-Mod. Krass. Einfach nur krass. Das geht übrigens nicht nur beim normalen Minecraft, also bei Java-Mod, sondern das geht ja auch bei jedem DirectX-Mod, und halt noch OpenGL-Spiele wie Java. Und seht euch das mal an. Wie krass sieht das aus? Vielleicht habt ihr schon eine Vorstellung, vielleicht von meinen anderen Let's Plays-Videos, wie das normal mit Shaders aussehen, aber das sieht einfach nochmal tausendmal besser aus. Und wenn man dann noch im Hintergrund den Matmos-Mod hört, der dann noch so ambientische Geräusche dazu macht, wie hier das Vogelgezwitscher oder in den Höhlen, die Tropfengeräusche und dann wirkt einfach Minecraft richtig bombastisch. Also das hätte ich vor 2 Jahren nicht gedacht, dass ich mal das hinbekomme, dass Minecraft so aussieht. Problem ist nur, frisst schon ordentlich FPS. Eigentlich habe ich so um die 300 FPS sonst. Ja, zieht schon runter und im Snapshot, da habe ich auch immer um die 300 bis 400 FPS, zieht auch bis zu den 60 FPS runter. Also sehr hardwareintensiv. Ich habe es auch schon auf die kleinste Konfiguration, dass es immer noch schön aussieht, runtergeschraubt. Aber ja, so kann ich gerade spielen. Passt und ihr braucht auf jeden Fall einen Hardcore-PC, damit das funktioniert. Ja gut, Hardcore ist der heutzutage auch nicht mehr, der war damals Hardcore vor 2 Jahren. Was braucht ihr? Ihr braucht den Reshade-Mod, da geht ihr einfach auf reshade.me, Link natürlich in der Videobeschreibung, klickt auf Download, kommt hier runter und klickt hier das hier an Download, genau. Und dann bekommt ihr hier dieses Archiv mit dem Reshade. Dann, da brauchen wir im Prinzip nur diese Datei hier, also im Prinzip müsst ihr gucken, mit welchem Java spielt ihr. Spielt ihr mit Java 32-Bit oder spielt ihr mit Java 64-Bit? Also meistens ist es PC-abhängig, ist euer PC 64-Bit oder 32-Bit, je nachdem, welche Java-Version ihr eben runtergeladen habt. Und früher war das so, da hatte Minecraft noch keine eigene Java-Engine mit an Bord. Da hat man einfach hier bei Programme x86 halte, weil da rein und dann in Bin. Und da hat man das Ganze dann rein installiert. Ich würde es doppelt machen, weil manchmal komischerweise startet Minecraft von diesem Java aus und manchmal von dem internen Java. Und das interne Java ist hier drin bei Datenträger C, auch Programme und dann Minecraft. Und dann ist hier nochmal alles vom Minecraft Launcher mit drin. Dann müsst ihr in Runtime reingehen, da ist auch nochmal Java drin. x64 seht ihr auch hier und dann hier die neueste Java, geht die auch wieder in Bin rein, sieht genau gleich aus wie im anderen Ordner. Ich mache es jetzt einfach mal in diesem vor. Aber in beiden funktioniert es gleich eigentlich. So, dann nehmt ihr, wir haben jetzt hier 64-Bit, nehmt ihr diese Datei raus, kopiert sie raus und fügt sie hier ein. Diese Datei haben wir dann hier drin. Und müssen sie dann noch umbenennen, damit sie erkennt, dass es ein OpenGL-Spiel ist. Also müssen wir die Datei Reshade32 umbenennen, Reshade64, sorry, umbenennen in OpenGL32. Egal ob es 64-Bit oder 32-Bit ist, ihr nennt das Ding OpenGL32.dll.
So, damit ist die Engine installiert und die wird automatisch geladen, wenn ihr das Spiel startet. Das war's aber nicht. Mehr brauchen wir von dem Ordner eigentlich nicht. So, zweite Sache, was wir brauchen ist... Ach, das Gashi Online. Zweites brauchen wir noch hier diesen Link, ist auch in der Videobeschreibung, nämlich Master Effect. Wir nehmen nämlich diesen Shader Loader. Es gibt mehrere bei Reshade, aber wir nehmen Master Effect in diesem Fall. Das sind eigentlich von den ganzen Loadern hier alle Effekte mit drin. Laden uns hier die neueste Version bei Current runter und bekommen dann folgenden Ordner hier. Master Effects Reborn. Klicken wir rein, haben wir diese drei Dateien. Diese drei Dateien kopieren wir alle auch in diesen Ordner hinein. So. Diese MasterEffect.h-Datei ist im Prinzip eure Shader-Konfiguration, wo ihr alles schön einstellen könnt. Ich kann es dir mal anzeigen hier. Da sind hier diese ganzen Einstellungsmöglichkeiten drin, was ihr benutzen wollt. Eigentlich normalerweise haben wir hier, Moment, wo haben wir es denn? Hier bei Lightning haben wir den Lensflare-Effekt bei den normalen DirectX-Spielen drin. Funktioniert auch super. Da aber Minecraft so ein hardware-intensives Spiel ist, funktioniert gar nichts mehr auf meinem PC zumindest. Der CPU macht komplett schlapp. Wenn ich Lensflare mit Minecraft aktiviert habe, machen wir weg, deaktivieren wir mit 0 und wir nehmen dafür den einfacheren Lensflare, nämlich den Chapman Lens, der ist einfacher und funktioniert bei Minecraft und hat bei mir den jetzigen Effekt. Sieht eigentlich gleich aus, ich merke eigentlich so gut wie keinen Unterschied. Genau. Meine Shader-Konfiguration findet ihr übrigens auch in der Videobeschreibung, dann sieht es nämlich bei euch nämlich genauso aus wie bei mir gerade im Video. So, dann müsst ihr nämlich einfach diesen Master Effect H von mir austauschen in diesen Ordner und einfach ersetzen. Ja, und wenn ihr jetzt Minecraft startet, gehen wir mal wieder in den Snapshot rein. Damit ihr auch nochmal seht, das Ganze auch schön. Vanilla funktioniert ohne zusätzliche Mods, die noch nicht angepasst worden sind für einen Snapshot, logisch. Und dann seht ihr hier, Reshade ist aktiviert. Visit bla bla bla, Compiled Effect Succeed. Jetzt wisst ihr, das ganze Ding funktioniert. Und ja, gehen wir in Singleplayer rein und schauen uns... Hier seht ihr schon die Leuchteffekte. Zum Beispiel jetzt hier rein, zack, zack, zack. Ja. Okay, da in dem gerade im Snapshot, da hat Gras einen Bug drin, aber das wird hoffentlich behoben. Aber ihr seht, es sieht einfach geil aus. Und das in dem Snapshot. Ist zwar nicht so wie der Shader Mode mit den richtigen Schatten, aber es ist auf jeden Fall dieser Sonneneffekt da und die Farbverstärkung. Hier dieses flimmernde Licht hier, man sieht es, wie das blau ist und hier diese Flecken drauf sind. Auf jeden Fall was sehr Geiles. Ich hoffe, ich konnte euch helfen mit diesem Tutorial. Vielleicht mal was Neues entdeckt. Ich würde mich sehr freuen, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr dann ein Like da lassen würdet. Oder vielleicht sogar ein Abo, wenn ihr zukünftig noch mehr solche Videos sehen würdet. Wie wenn ich, vielleicht wollt ihr ja mal, dass ich zeige, wie man Matmos installiert oder sonst andere Mods. Könnt ihr gerne ein Feedback da lassen in den Kommentaren. Jedenfalls bedanke ich mich jetzt schon mal fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Video wieder auf meinem Kanal. Ja, bis dann. Ciao.